Thema Clankriminalität. Für all die, die nicht in NRW leben, Nordrhein-Westfalen gilt ja, oder Teile Nordrhein-Westfalens gelten ja als Hochburg für Clans, für kriminelle Familienclans, die oft einen arabischen Hintergrund haben. In Duisburg gibt es ja seit Juni des vergangenen Jahres zwei extra eben dafür abgestellte Sonderankläger, die haben ganze Arbeit geleistet, zumindest nach dem, was das Justizministerium bisher hat durchsickern lassen. Beispielsweise wurden rund 260 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und wir wollen einmal hören, was der Justizminister uns an Details noch zu liefern hat zu eben diesen Ermittlungserfolgen, so wie sie ja intern genannt werden. Es waren auch Razzien dabei der Polizei und der Ordnungsbehörden. Aber jetzt geht's los in diesem Moment. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Ministerium der Justiz in Düsseldorf begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das zeigt, wie wichtig das Thema ist, das wir Ihnen heute näher vorstellen wollen. Seit dem 15. Juni 2018, also seit gut 7 Monaten, sind im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2 Staatsanwälte vor Ort in Duisburg im Einsatz und sie haben seitdem knapp 260 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das ist also eine deutliche Zahl und ein deutliches Signal. Duisburg ist damit der Vorreiter für das Projekt Staatsanwälte vor Ort. Wir haben im letzten Monat 2 weitere in Essen positioniert und einen bereits im letzten Jahr in Langenfeld. Ich darf Ihnen das Podium heute vorstellen. Zunächst einmal begrüße ich ganz herzlich die Polizeipräsidentin aus Duisburg, Dr. Elke Bartels. Herzlich willkommen. Den leitenden Oberstaatsanwalt von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, Martin Fischer. Ich begrüße den Oberstaatsanwalt aus Duisburg, der Ihnen später Zahlen, Daten und Fakten liefern wird, Stefan Müller, und unseren Minister der Justiz, Peter Wiesenbach, kennen Sie sowieso. Zum Ablauf, Sie werden jetzt zunächst die Statements hören der Beteiligten. Wir werden Ihnen auch Fotos zeigen können. Die werden dann nachher über ein Beamer auf diese Wand dort hinten geworfen. Die Fotos haben Sie bekommen in Form einer DVD. Die können Sie rechtefrei nutzen. Das sind Bilder von Asservaten, die bei den einzelnen Aktionen sichergestellt werden konnten. Und im Nachhinein werden Sie die Möglichkeit haben, allen Beteiligten Fragen zu stellen. Und wie immer stehen Ihnen natürlich auch nachher die einzelnen Personen für Einzelinterviews und O-Töne zur Verfügung. Ja, dann würde ich den Minister bitten, zunächst sein Statement vorzutragen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer ersten kleinen Bilanz. Gut ein halbes Jahr sind jetzt diese beiden Staatsanwälte in Duisburg mit ihren besonderen Aufgaben aktiv. Und wir haben dann in Essen weitergemacht und Anfang Januar auch dort 2 Staatsanwälte entsprechend eingesetzt. Die Staatsanwälte vor Ort in Duisburg leisten viel beachtete Arbeit. Das macht auch deutlich, dass sie heute Morgen in so großer Zahl erschienen sind. Die Staatsanwälte vor Ort in Duisburg sind ein wichtiger Baustein in der Null-Toleranz-Politik der Landesregierung gegen Clan-Kriminalität. Eine Zeitung titelte kürzlich, Clan-Staatsanwälte feiern erste Erfolge. Und Sie werden gleich von Herrn Müller hören, um was es da im Einzelnen geht. Sie haben für Schlagzeilen gesorgt, denn Sie waren an Razzien gemeinsam mit Polizei und Ordnungsbehörden beteiligt. Und dabei haben Sie auch dafür gesorgt, dass die Erkenntnisse beweissicher für die Strafverfolgung krimineller Clanmitglieder gewonnen worden sind und auch gewonnen werden konnten. Die Delikte, auch das werden Sie in Ihren Unterlagen finden, sind breit gefächert. Sie reichen von Verkehrsstraftaten über Körperverletzungsdelikte sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz bis zu Raubtaten und anderen Vermögensdelikten. Das sind die wichtigen und auch in kurzer Zeit erzielten Erfolge, von denen wir auch jetzt schon bemerken, dass sie Auswirkungen haben auf die kriminelle Clanszene in den Bereichen, in denen die Staatsanwälte tätig sind, weil sie ihnen, die Staatsanwälte, den Clanmitgliedern, die kriminell sind, einfach das Leben schwerer machen und auch schwerer machen sollen. Ich habe aber, meine Damen und Herren, von Beginn an betont, dass wir einen langen Weg
bei der Bekämpfung der Clankriminalität vor uns haben. Einen Marathonlauf, der mehrere Jahre dauern wird. Und da bin ich mir dann noch einig mit dem Kollegen Herbert Reul, dass wir hier in einer längeren Zeit von Jahren rechnen sollten. Denn mit der Verfolgung einzelner Straftaten ist es nicht getan. Der Blick für Zusammenhänge, die familiären oder geschäftlichen Verflechtungen der kriminellen Clanmitglieder, der muss geschärft werden und es gilt auch hier, die Strukturen zu erkennen und auch zu zerschlagen. Clankriminalität ist zwar ein Teil der organisierten Kriminalität, unterscheidet sich aber grundlegend etwa von Rockerkriminalität. Mitglied eines kriminellen Clans wird man nicht durch eine bewusste Entscheidung, sich einer Gruppe anzuschließen, sondern in einen Clan wird man hineingeboren und in ihm sozialisiert. Die Strukturen sind vielfach kulturell und über Generationen geprägt. Damit sind sie für uns, wenn wir sie bekämpfen wollen, viel undurchschaubarer und undurchdringlicher. Und darauf müssen wir einfach auch unsere Ermittlungsmethoden einrichten. In einen in sich geschlossenen Clan kann man zum Beispiel kaum einen verdeckten Ermittler einschleusen. Und hinter die Kulissen zu schauen, mehr als nur die offen sichtbaren einzelnen Straftaten aufzudecken und die Straftäter an der vorderen Front zu erwischen, ist deshalb eine besondere Herausforderung, weil wir ja nicht nur, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, die kleinen Fische, sondern erst recht die Hintermänner erwischen wollen. Und das geschieht kaskadenartig. Wir wollen aber auch in die oberste Stufe, da wo die eigentlichen Entscheider sitzen. Dabei haben die kriminellen Strukturen in den letzten 30 Jahren, in denen die Politik den Clans viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, verfestigt. Es hat sich, das müssen wir leider zugestehen, eine Parallelgesellschaft entwickelt. Einzelne Bevölkerungsteile haben sich vom gesellschaftlichen Alltag, wie wir ihn kennen, abgekoppelt. Kriminelle Großfamilienstrategien stellen das gesamte Modell unseres Zusammenlebens in Frage, denn der Staat wird von kriminellen Clanmitgliedern als schwach angesehen. Sie fordern den Rechtsstaat auf offener Straße heraus. Dabei demonstrieren sie für jeden sichtbar ihre Verachtung für unsere Normen und die Vertreterinnen und Vertreter des Rechtsstaats. In den von ihnen beanspruchten Räumen wollen sie selbst die Regeln und Werte des Zusammenlebens bestimmen. Und warum soll sich ein junger Mensch aus einer solchen Familie integrieren, sich um Bildungserfolg bemühen, wenn er als Mitglied eines Clans schneller zu Geld und Anerkennung innerhalb seiner Gruppe findet? Um unseren Rechtsstaat nicht selbst aufzugeben, müssen wir dieser Entwicklung, die viel zu lange ungehindert ablaufen konnte, nun endlich kompromisslos entgegentreten. Nur so werden wir vor allem die jungen Menschen für unser Gesellschaftssystem zurückgewinnen können und damit die Strukturen mittel- bis langfristig verändern können. Es darf, und das sollte jeder wissen aus diesem Klientenbereich, es darf nicht das Faustrecht herrschen, sondern das Recht. Dem Recht des Stärkeren müssen wir die Stärke des Rechts entgegensetzen. Hierfür stelle ich der Justiz, auch in Duisburg, auch in Essen, überall da, wo es notwendig ist, gerne besondere Ressourcen zur Verfügung, denn wir erzielen damit einen mehrfachen Effekt. Wir stärken die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und zugleich geben wir den Mitgliedern der Großfamilien, die schlicht ein bürgerliches Leben ohne Straftaten führen wollen, hierzu auch eine bessere Möglichkeit. Dies schaffen wir nur, wenn wir verstehen, wie ein krimineller Clan, und dies seit Jahrzehnten, funktioniert. Dafür müssen wir eng zusammenrücken und uns vernetzen. Und so können wir die Erkenntnisse frühzeitig und rechtzeitig miteinander austauschen. Dazu leisten die Staatsanwälte vor Ort in Duisburg einen ganz besonderen Beitrag. Sie haben gemeinsam, und das merken Sie auch in der Zusammensetzung unserer Runde, mit Polizei, Steuerfahndung, Zoll- und Ordnungswidrigkeiten, die Clans permanent im Blick und können so mehr sehen als einzelne Straftaten. Nicht nur Strukturen einzelner krimineller Familienverbünde
sondern auch Verflechtungen zwischen verschiedenen Clans und über die Stadtgrenzen hinaus werden deutlich und die wollen wir auch aufdecken. Ohne Einzelheiten verraten zu können, nur so viel: in enger Zusammenarbeit mit Bundes- und Landespolizei führen die Staatsanwälte in Duisburg auch bereits jetzt mehrere verdeckte Verfahren. Die Sie gerade gehört haben, sind solche, wo es um entdeckte Straftaten geht. Im Hintergrund werden aber auch andere, nämlich die verdeckten Verfahren, geführt, um zu erkennen, wie sind die Verbünde strukturiert, wie funktionieren sie. Diese Arbeit bietet die reelle Chance, kriminelle Clans als Ganzes auf lange Sicht zu bekämpfen. Und für die bisherige Tätigkeit gebührt der gesamten Staatsanwaltschaft in Duisburg und insbesondere den Staatsanwälten, die die Arbeit machen, und auch dem Abteilungsleiter, der mit hohem Engagement dabei ist, mein besonderer Dank. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin, lieber Herr Müller, mit Ihrer Runde den Erfolg, den wir uns alle davon versprechen, viel Fingerspitzengefühl und auch die Ergebnisse, von denen wir sagen, die wären schön zu erreichen. Weitere Einzelheiten können wir im Laufe des Gesprächs klären. Dann haben nur erstmal die Nachbarn auch die Möglichkeit, jetzt ihre Statements abzugeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister, für die Ausführungen und jetzt die Zusammenfassung von Martin Fischer, leitender Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf. Ja, schönen Dank, Herr Reuter. Die beiden Staatsanwälte vor Ort sind jetzt seit knapp 8 Monaten tätig. Ich würde Ihnen hierzu gerne noch einige Hintergründe erläutern und vielleicht noch kurz zu meiner Person. Herr Reuter hat das gerade angesprochen. Ich bin das seit November bei der Generalstaatsanwaltschaft hier in Düsseldorf tätig, war jedoch zuvor bis Ende Oktober als der ständige Vertreter des Leiters der Staatsanwaltschaft in Duisburg von Herrn Bien tätig. In dieser Funktion habe ich die Konzeption, die Planung und den Eintritt in die operative Phase des Projektes, der am 15. Juni des vergangenen Jahres war, bei der Staatsanwaltschaft Duisburg begleitet. Ich möchte noch einmal kurz skizzieren, wie das Projekt Staatsanwalt vor Ort im Duisburger Norden, effektive Bekämpfung von Clankriminalität, so lautete der Arbeitstitel damals, seinen Ausgang genommen hat. Am Anfang stand ein vom Leiter der Staatsanwaltschaft Duisburg verfasstes Konzept, das den Einsatz von zwei Staatsanwälten vor Ort im Duisburger Norden zur Bekämpfung der Clankriminalität vorsah und für dessen Umsetzung Sie, Herr Minister, ich glaube, das war Anfang Februar des vergangenen Jahres, den Startschuss gegeben haben. Vorbild war ein von der jetzigen Bundesfamilienministerin, Frau Giffey, in ihrer damaligen Funktion als Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln angestoßenes vergleichbares Projekt, dessen Konzeption dort seit Mitte Oktober 2017 umgesetzt wird. Nach dem Startschuss erfolgte eine Planungs- und Vorbereitungsphase, in der wir den Kontakt zu den Behörden gesucht haben, deren Unterstützung und Zusammenarbeit für den Erfolg des Projekts essentiell und zugleich auch die wesentliche Grundlage des Konzeptes war. Hier sind zu nennen die Polizei in Duisburg, die Agentur für Arbeit, das Hauptzollamt Duisburg, das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndungen in Essen, das Zollfahndungs Essen und die verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung in Duisburg sowie das Land- und das Amtsgericht in Duisburg. Alle diese Stellen haben in der Folge ihre Unterstützung für das Projekt zugesagt und Ansprechpartner benannt in ihren Behörden. Ferner haben wir in Vorbereitung des Projektes die Staatsanwaltschaft Berlin und den Stadtteil Neukölln besucht und uns gewissermaßen vor Ort über das dortige Projekt unterrichtet, das seitens der Staatsanwaltschaft Berlin unter der Leitung der, denke ich, mittlerweile auch bundesweit bekannten Oberstaatsanwältin Leister steht. Am 15. Juni des vergangenen Jahres haben die Staatsanwälte vor Ort, hierbei handelt es sich um zwei junge, sehr engagierte Kräfte der Staatsanwaltschaft Duisburg, schließlich ihre Arbeit in den für das Projekt neu eingerichteten Sonderdezernaten, in denen einschlägige Verfahren seither eingetragen werden, aufgenommen. Sie sind also nunmehr seit knapp 8 Monaten im praktischen Einsatz und widmen sich, nachdem die Anlaufphase abgeschlossen ist, mit ihrer vollen Arbeitskraft der Bearbeitung von Clankriminalität. Hinzu tritt Herr Oberstaatsanwalt Müller, der als der zuständige Abteilungsleiter ebenfalls mit einem nicht näher bezifferbaren Anteil seiner Arbeitskraft
in die Arbeit mit eingebunden ist. Die beiden Staatsanwälte vor Ort laufen zwar nicht Streife im Duisburger Norden, dieser Eindruck ist wohl verschiedentlich in der Öffentlichkeit, allerdings ohne unser Zutun entstanden, aber sie nehmen regelmäßig an einschlägigen Einsätzen im Duisburger Norden teil und verfügen in den Räumlichkeiten des Amtsgerichts Duisburg-Hamborn über einen voll ausgestatteten zweiten Arbeitsplatz, der ihnen gewissermaßen als Operationsbasis vor Ort zur Verfügung steht. Nun, was kann man jenseits von konkreten Verfahrenszahlen und Fakten, zu denen Herr Müller gleich Näheres sagen wird, in allgemeiner Form zu den bisherigen Erfahrungen nach knapp 8 Monaten sagen? Vielleicht 2 Dinge. Zunächst ist festzustellen, dass offenbar alle Behörden, deren Zuständigkeiten durch das Thema Clankriminalität berührt werden, ihre Anstrengungen in diesem Bereich deutlich verstärkt haben. Das kann man, so meinen wir, mit Fug und Recht diesem Projekt zugute schreiben, wenngleich auch eine Rolle gespielt haben mag, dass die Clankriminalität insgesamt in den vergangenen Monaten stark in den öffentlichen Fokus gerückt ist und in jedweder Form zunehmend reflektiert wird. Zum Zweiten, Herr Minister hat es eben angedeutet, es geht insbesondere darum, durch die erhöhte Zuwendung zu diesem Milieu mehr über die Strukturen der maßgeblichen Familienverbände, ihre einzelnen Mitglieder und deren Verflechtungen untereinander zu erfahren, um sich daran anknüpfend strategisch besser aufstellen zu können. Auch hier ist eine deutliche Veränderung feststellbar. Denn es ist bereits jetzt, nach etwa 8 Monaten in der praktischen Arbeit, spürbar, dass die Informationslage eine andere geworden ist, dass man schlichtweg einfach mehr weiß. Es liegen, ohne dass man an dieser Stelle näher auf Details eingehen könnte, bereits jetzt auf allen Seiten deutlich bessere Erkenntnisse über einschlägige Familien, ihre Mitglieder und ihre Verflechtungen untereinander vor, als dies noch vor einigen Monaten der Fall war. Als Zwischenergebnis glaube ich daher sagen zu können, dass es gelungen ist, das Berliner Modell, wenn man das so nennen möchte, für eine effektivere Bekämpfung der Clankriminalität nach Duisburg zu übertragen und hier erfolgreich umzusetzen. Dabei befinden wir uns bis jetzt natürlich nur auf einem guten Weg. Wir können uns nicht zurücklehnen, aber ein vielversprechender Anfang ist gemacht. Und eines möchte ich, und damit komme ich zum Schluss, an dieser Stelle noch bekräftigen. Das Projekt Staatsanwalt vor Ort konnte in Duisburg umgesetzt werden, weil das Justizministerium zusätzliche Stellen geschaffen hat. Ohne die Bereitstellung von zusätzlichem Personal wäre die Realisierung dieses Projektes bei der Staatsanwaltschaft Duisburg nicht oder jedenfalls nicht in dieser Form möglich gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin Fischer. Und jetzt zu dem, worauf Sie sicherlich schon brennend warten, nämlich zu den Zahlen, Daten und Fakten einzelner Maßnahmen. Und da bitte ich den Oberstaatsanwalt aus Duisburg, Stefan Müller, Ihnen das zu präsentieren. Sobald Sie die Fotos brauchen, geben Sie mir ein Zeichen, dann starten wir den Beamer und dunkeln hier den Raum ein wenig ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich selbst bin bei der Staatsanwaltschaft Duisburg der Abteilungsleiter der beiden Staatsanwälte vor Ort und skizziere jetzt das, was wir so nach knapp 8 Monaten an Zahlen haben gewinnen können. Der Stand bezieht sich jeweils auf den 1. Februar 2019. Da sind die Zahlen so statistisch erhoben worden. Zu diesem Zeitpunkt waren es 258 Ermittlungsverfahren, die seit Juni eingeleitet worden sind und von den beiden Dezernenten bearbeitet werden. Aufgesplittet haben sich diese Straftaten quasi durch die ganze Breite des Strafgesetzbuches, wobei man an ein paar Akzenten sagen muss, da häuft es sich, da gibt es Schwerpunkte, die man setzen kann. Wir haben eine politische Straftat, das waren antisemitische Äußerungen. Wir haben in einem Fall Verbreitung pornografischer Schriften. Wir haben Körperverletzungsdelikte in 30 Fällen, das beinhaltet Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzungen, die hier zusammengefasst sind. Wir haben 27 Fälle von Diebstahl und Unterschlagung, Betrug und Untreue in 31 Fällen, Verkehrsdelikte, also letztlich alles, was mit dem Kfz begangen wird, von der Trunkenheitsfahrt bis zum Fahren ohne Fahrerlaubnis in 10 Fällen, Steuerstrafsachen, die bei uns bearbeitet werden, in 2 Fällen, Geldwäscheverfahren sind 6, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in 39 Fällen und sonstige allgemeine Straftaten, das ist ein statistischer Schlüssel, den wir anders nicht weiter unterbreiten können. Das sind auch Urkundenfälschung, das sind Verstöße gegen das Waffengesetz, das sind Raubüberfälle, die werden alle in diesem Bereich zusammengefasst auf insgesamt 111 Verfahren.
Wenn ich das auswerte, und das ist auch eine unserer ersten Erkenntnisse, dann spielt bei allem der Betäubungsmittelhandel eine ganz entscheidende Bedeutung. Das scheint sowohl eine starke finanzielle Einnahmequelle zu sein, auch ist sie allerdings ein Punkt, aus dem sich dann weitere Konfliktfelder ergeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir insgesamt Vermögensarrest in Höhe von 635.000 Euro erwirkt. Und von diesen Vermögensarresten sind 655.000 gesichert worden, 622.200 Euro durch Zwangshypotheken in Immobilien, die letztlich allerdings tatsächlich einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zuzurechnen sind, und 32.800 Euro sind an sonstigen Vermögenswerten, Bargeld, PKWs, Kontopfändungen erfolgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 19 Haftbefehle erlassen und beantragt worden. Und das ist das Grundgerüst an nackten Zahlen. Exemplarisch dazu werde ich jetzt ein paar Ermittlungsverfahren herausstellen, die letztlich willkürlich gewählt worden sind, die auch Einfluss hier und da in die Medienberichterstattung gefunden haben und daran die Arbeitsweise ein wenig skizzieren. Und da kommen wir zu dem ersten Bild. Funktioniert das natürlich alles. Der Kanzler ist nicht im Raum. Gleich erläutern Sie ein bisschen, mal sehen, ob das geht. Das ist der Vorführeffekt. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum das jetzt nicht funktioniert. Eben hat es funktioniert. Sonst, ich erzähle einfach weiter. Die ersten Bilder betreffen nämlich sämtlich das erste Verfahren. Die finden Sie aber auch in der CD, die ansonsten als Datenträger mitgegeben worden ist. Das war schon im Juni 2016. Da ist eine Marihuana-Plantage in einem Bahnhofsgebäude in Duisburg-Hamborn ausgehoben worden. Da ist nach Durchsuchungsmaßnahmen im Keller eine Plantage mit 1275 Pflanzen sichergestellt worden. Aus den Pflanzen ist letztlich Cannabis von über 200 Kilo wäre daraus extrahiert worden, mit einem Wirkstoffgehalt von über 10 Kilo. Diese Plantage ist bereits seit über einem Jahr betrieben und mehrfach abgeerntet worden. Der Hauptbetreiber der Plantage ist in Untersuchungshaft genommen worden, zwischenzeitlich erfolgte Anklageerhebung. Bei der Pflanzenplantage sind überdies Schusswaffen ausgefunden worden, sowohl eine halbautomatische Kurzwaffe als auch eine abgesägte Schrotflinte, jeweils mit Munition. Ein weiteres Verfahren, was viel Aufmerksamkeit erregt, oder da noch vielleicht ergänzend hinzu, da sind 622.000 Euro durch Zwangshypotheken gesichert worden in Eigentum, was dem Betreiber der Plantage gehörte, hatte Besitzer von mehreren Immobilien, und das entspricht etwa dem erwirtschafteten Wert der Plantage, die im Zuge der Vermögensabschöpfung abgeschöpft worden ist. Seit Juni 2018 regelmäßig in Einbindung sowohl mit dem Ordnungsamt als insbesondere auch mit der Polizei Kontrollmaßnahmen in Shisha-Bars und sonstigen klassischen Etablissements vor Ort. Enger Kontakt hier insoweit auch zur Steuerfahndung, die immer wieder da eine der Ermittlungsbehörden ist, die auch herauszuheben ist. Aufmerksamkeit erregt hat Anfang September eine Kontrollmaßnahme vor dem Jobcenter in Duisburg. Es sind zum damaligen Zeitpunkt 7 PKWs beschlagnahmt worden, wo man aufgrund der Antrefflage zu dem Ergebnis kam, dass der benutzte PKW mit dem Bezug von Sozialleistungen nicht in Einklang zu bringen ist. Dort sind Ermittlungsverfahren eingeleitet, 7 Stück, die sämtlichst noch andauern. Von den 7 Ermittlungsverfahren oder von den 7 sichergestellten PKWs sind 4 zwischenzeitlich herausgegeben worden, 3 befinden sich noch bei uns. Einer ist arrestiert und findet sich auch in der oben genannten Vermögensabschöpfung wieder. 4 sind herausgegeben worden. In einem Fall war maßgeblich, dass tatsächlich kein Fall der Scheineigentums vorlag. Da gab es einen Dritteigentümer, dem der PKW gehörte. Letztlich hier keinerlei Auffälligkeiten in Bezug auf den PKW, wie in den Ermittlungen festgestellt worden sind, entgegen dem ersten Eindruck. In den anderen 3 Fällen war maßgeblich, dass der Wert des PKWs sich letztlich als nicht so werthaltig dargestellt war, dass aus dem Besitz alleine unter Berücksichtigung der Freibeträge schon eine Straftat herzuleiten gewesen wäre. Gleichwohl dauern auch hier die Ermittlungen fort, da in den damaligen Leistungsanträgen falsche Angaben gemacht worden sind. Die Verfahren sind offen und die Ermittlungen dauern an. Am 12. auf 13.10.2018 kam eine weitere Kontrollaktion unter Leitung des PP Duisburgs, wo es gezielt in den Abendstunden PKWs auch kontrolliert worden sind, an bekannten Treffpunkten von Clan-Angehörigen. Auch damals sind 2 PKWs sichergestellt worden, die sich noch bei uns befinden.
Eins deutet sich an, dass es ein Eigentum einer Leasinggesellschaft geht. Da steht möglicherweise die Rückgabe an den tatsächlichen Eigentümer heraus. Diese Verfahren dauern ebenfalls an. Zwei Ermittlungsverfahren wegen Leistungsbetrug sind eingeleitet worden. Aus der Gesamtkontrolle sind damals 13 weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Am 9.01.2019 haben wir in Duisburg und Dienstlaken in Shisha-Bars und Privatwohnungen durchsucht. Damals war Anhaltspunkt die Verdachtslage der Waffenhandel bzw. Besitz von Waffen. Die Durchsuchungsmaßnahmen in dieser Kontrollaktion sind negativ verlaufen, sind nicht aufgefunden worden, aber fast szenetypisch. Während der Kontrolle ist ein junger Mann mit Clanbezug an der Polizeikontrolle vorbeigefahren, beschimpfte die Polizisten auf dem laufenden Fahrzeug heraus als, ich glaube, Hurensöhne und Bastarde. Er ist letztlich dann an einer roten Ampellatte angehalten, dort konnte er kontrolliert werden, führte noch 16 Gramm Kokain mit sehr hohem Wirkstoffgehalt bei sich, befindet sich seit diesem Tag wegen Beleidigung und dem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Und wir blenden uns an dieser Stelle aus der Pressekonferenz in Düsseldorf aus. Das Wesentliche ist gesagt und falls noch etwas Wichtiges nachgereicht wird, haben wir das später hier bei uns bei NTV im Programm.